zum Thema Spartprodukt. Dazu müssen wir das Skalarprodukt und das Vektorprodukt kurz wiederholen. Machen wir das. Das Skalarprodukt von zwei Vektoren ist definiert durch Länge des ersten Vektors mal Länge des zweiten Vektors mal Cosinus des Winkels, den sie bilden, wenn man sie mit demselben Ursprung zeichne. Und das Skalarprodukt ist definiert als Zahl 0, wenn einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist. Das Vektorprodukt von zwei Vektoren U und V ist etwas schwieriger definiert. Dieses Vektorprodukt ergibt als Antwort ein Vektor. Und dieser Vektor W, der ist orthogonal zum ersten Vektor U sowie auch zum zweiten Vektor V. Die Länge dieses Antwortvektors, das ist die Länge vom ersten Vektor U mal die Länge vom zweiten Vektor V mal Sinus des Winkels, den die beiden Vektoren U und V bilden, wenn man sie mit demselben Ursprung zeichnet. Und der Richtungssinn von diesem Vektor, der wird angegeben durch die Regel vom Korkenzieher. Man setzt das Gewinde längs dieser Senkrechten zu U und zu V und dreht dann mit dem Korkenzieher von U nach V. Das heißt, wir drehen so, wie dieser Pfeil es angibt. Und wenn man diesen Korkenzieher so dreht, dann geht er nach oben. Man kann auch den Richtungssinn vom Vektorprodukt bestimmen durch die sogenannte Drei-Finger-Regel der rechten Hand. Der Daumen zeigt im Richtungssinn von U, der Zeigefinger zeigt im Richtungssinn von V und der Mittelfinger gibt dann den Richtungssinn vom Vektorprodukt U vektoriell V an. Vorsicht, dieses Produkt ist nicht kommutativ. Im Gegenteil, es ist antikommutativ. Das Vektorprodukt von U und V, das ist der Nullvektor, wenn einer von den beiden oder mindestens einer von den beiden der Nullvektor ist. In einem orthonormierten Bezugssystem kann man ein Skalarprodukt sowie auch ein Vektorprodukt sehr leicht berechnen. Und zwar so, wenn in einem orthonormierten Bezugssystem OE1, E2, E3 die beiden Vektoren U und V anhand ihrer Koordinaten angegeben werden, dann kann man das Skalarprodukt sehr einfach berechnen durch diese Formel. Das Skalarprodukt ist die Zahl Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Sehr einfach zu behalten. Das Vektorprodukt kann dann durch diese Koordinate bestimmt werden. Und diese Formel ist dann schon etwas schwieriger zu behalten. Dazu gibt es aber zwei Tricks. Der erste Trick funktioniert so. Wir schreiben die Koordinaten von U und V untereinander. Der erste Vektor vom Produkt steht oben, der zweite steht unten. Und dann suchen wir die Koordinate von dem Vektorprodukt U vektoriell V wie folgt. Wenn man die Abszisse vom Vektorprodukt so, dann versteckt man hier beide Abszissen und rechnet diese kleine Determinante aus, die da noch zu sehen ist. Diese Abszisse ergibt also U2V3 minus V2U3, genau das, was da steht. Wenn man die Ordinate so, dann versteckt man die Ordinaten so, rechnet dann die kleine Determinante aus, die jetzt noch zu sehen ist, U1, U3, V1, V3, das ist diese Determinante, muss dann aber daran denken, dass man in der Mitte ein Minus davor schreiben muss, damit man genau diese Differenz erhält. Und wenn man das Lot sucht, dann versteckt man hier U3 und V3 und rechnet diese kleine Determinante aus. Das ist ein kleiner Trick, um die Koordinate vom Vektorprodukt nicht auswendig behalten zu müssen. Man kann sie so schnell wiederfinden. Ein zweiter Trick besteht darin, die Koordinate von U zweimal untereinander zu schreiben, sowie auch die von V. Dann streicht man die erste und die letzte Zeile, so, und bildet dann diese Kreuzchen. Wir berechnen als Abszisse vom Vektorprodukt
diese Zahl U2 mal diese Zahl V3 minus diese Zahl U3 mal diese Zahl V3. Also hier berechnen wir auch die Determinante, die da zu sehen ist. Diese blauen Striche, die werden mit Plus versehen und diese grünen Striche, die werden mit Minus versehen. So kann man also auch sehr schön und schnell die Koordinate vom Vektorprodukt bestimmen. Und bei diesem Trick hier braucht man nicht daran zu denken, da ein Minus zu setzen. Das ist hier nämlich nicht der Fall. Kommen wir jetzt zum Spartprodukt der drei Vektoren U, V und W. Das Spartprodukt von U, V und W ist definiert als U vektoriell V, das ergibt ein Vektor, skalar W. Das heißt, das Ganze hier ergibt eine Zahl. Das Spartprodukt von den drei Vektoren U, V und W wird so berechnet und das ergibt eine Zahl. Und diese Zahl ist nichts anderes als diese Determinante, bestehend aus den Koordinaten von U, V und W in einem orthonormierten Bezugssystem. Also die Koordinate von U, die setzen wir als erste Spalte der Determinanten, die Koordinate von V bildet die zweite Spalte und die Koordinate von W bildet die dritte Spalte. Anscheinend ist dieses Spartprodukt genau dasselbe wie diese Determinante. Wir werden das beweisen, indem wir einfach dieses Spartprodukt berechnen und diese Determinante berechnen, in der Hoffnung, dieselbe Antwort zu finden. Dann machen wir das. Beginnen wir mit dem Spartprodukt. Wie man die Koordinate von U vektoriell V berechnet, das haben wir gerade gesehen. Das ist diese Koordinate und dieser Vektor wird jetzt noch skalar multipliziert mit dem Vektor W. Und um dieses Skalarprodukt zu berechnen, rechnen wir einfach Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Dann finden wir diese Summe hier. Wenn wir diese Determinante berechnen, zum Beispiel mit der Regel von Sarrus, dann finden wir diese Summe hier. Drei Produkte sind mit Plus versehen und die drei anderen mit Minus versehen. Und diese zwei Antworten, die sind genau gleich, denn diese Zahl U1, V2, W3, die befindet sich auch da. Diese Zahl, die befindet sich ebenfalls da. Diese Zahl, die befindet sich da. Das sind die zwei hellblauen hier. Das nächste Produkt mit Minus versehen befindet sich ebenfalls in diesen zwei Antworten. Dieses Produkt auch und dieses Produkt auch. Also sind diese beiden Größen effektiv genau gleich. Also, um dieses Spartprodukt zu berechnen, hinter dem doch ein Kosinus steckt, so wie auch ein Sinus steckt, brauchen wir einfach nur diese Determinante hier zu berechnen. Aber was hat dieses Produkt denn jetzt mit einem Spart zu tun? Das werden wir jetzt untersuchen. Seien drei Vektoren U, V und W mit einem selben Ursprung. Diese drei Vektoren spannen diesen Spart auf und von diesem Spart werden wir jetzt den Rauminhalt bestimmen. Um diesen Rauminhalt zu bestimmen, werden wir das sogenannte Prinzip des Cavalieri nutzen und dazu komme ich etwas näher. Wir haben hier einen Quader und diesen Quader werde ich jetzt umformen zum Spart. Das heißt, ich werde diesen Quader so schräg setzen. So ungefähr funktioniert das. Okay, das ist so ähnlich wie ein Spart und selbstverständlich ist der Rauminhalt von diesem Spart ganz genau derselbe wie der Rauminhalt vom Ausgangsquader. Das ist normal, die Menge Papier ist ja dieselbe geblieben. Das nennt man das Prinzip des Cavalieri zu Ehren des italienischen Mathematikers und Astronomen Bonaventura Francesco Cavalieri. Also,
Um den Rauminhalt von solch einem Spat zu berechnen, rechnen wir einfach diese Basisfläche, also den Inhalt dieser Basisfläche, mal die Höhe des Spats. So rechnet man also den Rauminhalt von diesem Spat. So, ich ziehe mich jetzt wieder zurück in meine obere Ecke und mache von da aus weiter. Wir werden also jetzt das Volumen von diesem Spat berechnen, indem wir den Inhalt der Basisfläche bestimmen, sowie auch die Höhe von diesem Spat. Legen wir los mit der Basisfläche. Der Spat wurde aufgespannt von diesen drei Vektoren U, V und W. Und wir wissen, dass der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm nichts anderes ist als die Norm vom Vektorprodukt U mit V. Also die Norm, das heißt die Länge von diesem Vektor U vektoriell V, entspricht genau dem Flächeninhalt von diesem Parallelogramm. Also können wir daraus schließen, der Flächeninhalt von dieser Grundfläche, von diesem Parallelogramm, das ist genau die Norm von diesem Vektorprodukt. Jetzt kommen wir zu dieser Höhe. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck und können in diesem Dreieck sagen, dass der Cosinus von diesem Spitzenwinkel Theta gleich ist zur Ankathete h geteilt durch die Hypotenuse w. Das heißt also, der Cosinus von diesem Winkel, das ist h geteilt durch w, woraus wir also schließen, dass die Höhe h nichts anderes ist als w cos Theta. Jetzt dürfen wir hier b durch diese Norm ersetzen und h durch dieses Produkt ersetzen. Dann tun wir das. Das Volumen vom Spat ist also gleich zu diesem Produkt. Aber schauen wir uns das etwas näher an. Das hier, das ist die Norm von diesem Vektor. W, das ist die Länge von diesem Vektor. Und Theta, das ist der Winkel, den dieser Vektor U vektoriell V mit diesem Vektor W bildet. Also ist dieses Produkt nichts anderes als das Skalarprodukt von diesem Vektor mit diesem da. Aber Vorsicht, wir suchen das Volumen, ein Rauminhalt ist unbedingt eine positive Zahl. Hier müssen wir also Betragstriche hinsetzen. Wir müssen hier schreiben, das Volumen vom Spat, das ist der Betrag von diesem gemischten Produkt. Das ist ein gemischtes Produkt, weil da ist ein Vektorprodukt und da ist ein Skalarprodukt. Auf Französisch nennt man dieses Produkt effektiv le produit mixte des trois vecteurs UV et W. Auf Deutsch sagt man aber nicht gemischtes Produkt, auf Deutsch nennt man dieses Produkt das Spatprodukt dieser drei Vektoren. Warum Spatprodukt? Weil dieses Produkt ja im Betrag den Rauminhalt von diesem Spat angibt. Deshalb nennt man dieses gemischte Produkt auf Deutsch Spatprodukt. Wir müssen hier unbedingt die Betragstriche hinsetzen, denn es könnte sein, dass das der Vektor U wäre und das der Vektor V. Wir vertauschen mal einfach die beiden Vektoren U und V und stellen dann sehr schnell fest, dass das Vektorprodukt von U mit V, also U vektoriell V, nach unten gerichtet ist. Und dann ist der Winkel Theta, den U vektoriell V mit dem Vektor W bildet, ein stumpfer Winkel und das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren ist dann streng negativ. Deshalb müssen wir also hier Betragstriche setzen, weil das Volumen vom Spat ja eine positive Zahl sein muss. Also, um diesen Rauminhalt zu berechnen, brauchen wir nur den Betrag vom Spatprodukt zu bestimmen. Führen wir unsere Überlegungen noch etwas weiter. Dazu mache ich aber jetzt Verschiedenes aus der Zeichnung weg. All das, was wir im Moment nicht brauchen. So, im Moment haben wir diesen Spat und wissen, wie man den Rauminhalt leicht berechnen kann. Jetzt zerlege ich die Basisfläche von dem Spat durch diese Diagonale in zwei gleich große Dreiecke und genau dasselbe hier oben.
Wir zerlegen also den Spat so, dass wir ihn eigentlich in zwei gleich große Prismen zerlegt haben. Ich zeige mal das Prisma links, das ist jetzt das rote hier. Der Rauminhalt von dem roten Prisma ist natürlich die Hälfte vom Rauminhalt von diesem Spat. Also können wir hier sagen, der Rauminhalt von diesem Prisma ist die Hälfte von diesem Rauminhalt vom Spat. Jetzt nehmen wir den Spat weg und konstruieren das Tetraeder, das dieselbe Basisfläche hat wie dieses Prisma und das diesen Punkt als Spitze hat. Wir konstruieren dieses Tetraeder, das eigentlich bestimmt wird durch die drei Vektoren U, V und W. Der Rauminhalt von diesem Tetraeder ist genau ein Drittel vom Rauminhalt vom Prisma. Also können wir schreiben, der Rauminhalt vom Tetraeder, das ist ein Drittel vom Rauminhalt des Prisma. Aber dieser Rauminhalt ist genau die Hälfte vom Rauminhalt des Spats. Was also bedeutet, der Rauminhalt von diesem Tetraeder, so, gebildet durch diese drei Vektoren U, V und W, das ist nichts anderes als ein Sechstel vom Rauminhalt des Spats, also ein Sechstel vom Betrag von diesem Spatprodukt. Das schreiben wir jetzt als letzte Erkenntnis auf. Der Rauminhalt von diesem grünen Tetraeder, das aufgespannt wird durch die drei Vektoren U, V und W, das ist genau der Betrag vom Sechstel dieses Spatprodukts. Also der Betrag von einem Sechstel dieser Determinante.